Am Stand von Karthago sind wir zusammen mit Eliane Hoffmann. Grüß dich, Eliane. Ja, einen schönen guten Morgen alle zusammen. Du bist Française. Oui, je suis Française. Das Ganze ist nämlich deswegen so spannend. Andreas Marein hat sich den Fuß gebrochen, kann nicht drehen mit mir. Und da hat er gesagt, Eliane, du kannst das genauso gut wie der Andreas. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, natürlich ja. Ich werde dem so gut wie möglich vertreten und natürlich auch mich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, das kriegen wir schon hin. Hier ist nicht Eliane, sondern... Simone. Simone, klingt fast so ähnlich. Ich mache dich mal ein bisschen heller, das werde ich mal sehen. Hier in der Halle ist unglaublich laut. Es ist ganz krass, wie laut hier drin ist. Das kriegt man vielleicht gar nicht so mit, denn es sind jetzt schon, denke ich mal, zwischen 1000 und 2000 Menschen hier in der Halle. Und wir haben gerade mal 10:30. Es wird voll. Wie war die bis jetzt, die Messe für dich? Sehr, sehr stark besucht. Habt ihr viel verkauft? Ja, wir haben sehr gut verkauft, ja. So, das ist ein sehr kompaktes Fahrzeug, das werden wir gleich mal nochmal extra machen in einem extra Video. Mit dir mache ich die Rundgänge, mit Simone machen wir nochmal die extra Videos. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Du hast rote Schuhe an und das ist ein eingetragenes Markenzeichen von Marein Caravaning. Alle Verkäufer haben rote Schuhe, deine sind jetzt weinrot. Normalerweise noch ein bisschen roter, geht das noch mit weinroten? Das ist das winterliches Rot. Winterliches Rot, ist süß. Das ist ein kurzes Fahrzeug, ein Kastenwagen, der Superlative, wir haben ihn gezeigt, also kurz und knapp, ist nicht ganz billig, weil du kriegst ja, zahlst ja nicht nach laufendem Meter, sondern bist ja hier wirklich vom Aufwand her bei kleinen Fahrzeugen genauso wie beim großen, oder? Das ist richtig, ja, vor allem wir zahlen hier wenn etwas mehr wie sonst wo, wir zahlen auf jeden Fall der Qualität, das sind also hohe hohe Qualität Fahrzeuge mit einer super Isolierung, die natürlich auch im Winter benutzt werden können. Ich spreche nicht über einen richtigen gemütlichen Schlaf im Aufstell da, aber das Fahrzeug selber als solche ist also eine Hohlrunde, allein auch durch seine Gesamtlänge. 5,40 Meter kann man zum Beispiel auch in dem alltäglichen Bedarf auch als zweite Pkw nutzen. Ja, man kann ihn auf 3,5 Tonnen kriegen, richtig? Ja, natürlich. Der ist auf 3,3, den kann man auf 3,5 natürlich auflasten. 540 dB und das Coole ist der Grundriss, du kannst hier unten drin schlafen. Es ist ein echtes Vier-Personen-Fahrzeug. Das heißt, du kannst mit der Family in Urlaub fahren, kannst aber auch 5,40 Meter im Alltag benutzen, oder? Ja, das ist richtig. Deswegen kann man auch überall parken, ob man also einen Stellplatz in der Stadt findet oder auf einen Supermarktparkplatz. Das sind richtige Allrounder-Fahrzeuge. Cool ist, dass du eine richtige Dusche mit eingebaut hast. Bei den meisten Fahrzeugen eher so, ich sag mal, eine Notlösung, die mit drin ist. Und das zweite Bett, das kann man ja unten lassen. Das macht das Fahrzeug witzigerweise noch leiser, wenn es auf dem Dach drauf ist. Weil nämlich alles, was aufs Dach kommt, wird durch das Bett nochmal gedämmt. Die Geräusche, le bruit. Ja, nee, also es gibt wenig Geräusche, weil wie gesagt, auch dieser Aufsteller ist komplett isoliert, ja. Und wenn er also richtig, ich spreche also auch komplett rumherum, ja, unter diese quasi diese Haube. Abgedichtet. Abgedichtet, richtig, ja. Und wie gesagt, allein auch so diese gute Matratze, was wir oben auch untergebracht haben und auch diese Isoliermaterial, was auch noch dazwischen kommt, um keine Kondenswasser unter dieser Matratze zu bekommen. Spricht dafür, dass man eine super Isolierung, natürlich auch eine Geräuschdämmung hat. Ja? Auch das Design ist schön geworden, jetzt schwarz. Du hast matt, gerade das schwarze Auto. Ja, wieder mal der alte Test an Simone. Gefällt dir das Auto? Die Farben sind nicht so mein Fall. Ist interessant. Ihr habt als Zielgruppe oft keine 21, 22, 23-Jährigen, sondern oftmals auch ältere Leute, oder? Ja, richtig, weil die älteren Leute sind auch momentan auch sehr stark dabei, reisen zu wollen, kompakt reisen zu wollen. Das heißt, diese Kundenschicht, sage ich mal, hat auch starke Interesse an Städtetour, Erkundungstour, Kultur. Und da ist es natürlich das perfekte Fahrzeug dafür. Hier vorne sieht man, das ist das Aufstelldach, das bietet mir mehr Möglichkeiten. Dann hast du hier so kleine Details wie ein rausschwenkbares Waschbecken mit drin. Auch das ist sensationell. Die ganze Dusche ist wirklich von der Größe her, ich meine, wir sind auf 5,40 Meter. Du kannst drin duschen, du hast eine Toilette mit drin, du hast eine richtige Küche mit drin. Alles ist hier optimal ausgestattet. Wichtig ist der Fleckschutz. Alle Karthagos haben Fleckschutz eingebaut, oder? Ja, klar. Alle unsere Stoffe sind Fleckschutz.
imprägniert. Und natürlich bei dem Fahrzeug im Vergleich zu anderen, sage ich mal, Mitbewerber, die etwas kompakter sind noch als unserem 45. Wir haben hier also einen, natürlich einen guten Vorrat an Frischwasser. Wir haben eine Möglichkeit zum Kochen. Wir haben ein Fahrzeug, der super isoliert ist und auch super beheizt ist. Das heißt also, wir sind wirklich also 365 Tage im Jahr wunderbar unterwegs, sicher und wohliger unterwegs. Ja, Marine Caravaning. Du bist jetzt hier im Carthago Outfit, aber du arbeitest für Marine Caravaning, der größte Carthago-Händler Deutschlands. Er macht nur Neufahrzeuge nur mit Carthago und das ist Malibu. Und das ist was Besonderes, also keine anderen Marken, konzentriert sich voll auf Carthago, ist voll dahinter. Ihr macht unglaublich viele Fahrzeuge, habt eine mega Ausstellung. Wenn man nicht gerade auf der Messe ist, habt ihr wahrscheinlich die größte Ausstellung an Carthago-Fahrzeugen, die man sich vorstellen kann. Wo ist denn die Ausstellung? Die Ausstellung ist bei uns in Aldenhofen. Aldenhofen ist also zwischen oder ganz nah an Aachen und Jülich, Aachen-Aix-la-Chapelle für unsere belgische und niederländische Kunden. Das heißt also, wir haben da tatsächlich eine Riesenausstellung mit quasi alle Modellen ausgestellt vom Carthago und Malibu Custom Bahn. Das Fahrzeug ist ja jetzt das Reisemobil des Jahres 2023 geworden, also erster Platz. Fixt es die Leute dann an? Also stürzen sie sich dann erst recht drauf, wenn das so einen Preis hat oder wie sieht das aus? So, wenn es einen Preis gewonnen hat, Eliane, du bist gerade, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ich zeig's mal gerade aus einer anderen Perspektive, es ist nämlich extrem klein. Wenn du mal gerade hinten die Tür mal zumachst, bitte, dass wir das mal zeigen, denn es wirkt jetzt eigentlich noch viel größer, wie es ist. Es ist unglaublich kompakt, 5,40 Meter ist ein Wahnsinnsfahrzeug. Stell dich mal ganz kurz davor, mach mal die Tür bitte mal zu von dem Fahrzeug, dass wir das mal kurz sehen und dann sieht man auch mal und einmal Arme ausbreiten. Und das sind 5,40 Meter. Ich glaube, die Leute fixen genau dieses Fahrzeug an. Es hat die meisten Aufrufe beim Kastenwagen bei uns. Ganz genau. Also entweder sehr kompakt, ja, damit man auch, wie ich schon erwähnte, dann diese Städtetour und alles ganz gemütlich und sicher machen kann. Oder natürlich auch unser Renner beim Malibu Kastenwagen sind auch die Fahrzeuge 6,40 Meter, die natürlich also eine super Alternative sind zu kompakten Reisemobil, weil die natürlich also auch eine super Schlafkomfort bieten mit zwei Längseinzelbetten. Und wie gesagt, also diese zusätzliche größere Raumgefühl, wenn man sich etwas länger im Fahrzeug aushalten möchte. So, das ist von den Farben her, von der Verarbeitung her, wie man das sieht. Da sind so Baldachine, die wirklich angepasst sind, die vorgebaut sind. Es wirkt alles andere wie billig oder günstig. Hier sieht man auch, wenn man hier drankommt, dass man auch nicht die Jalousie kaputt macht, hier als Beispiel, wenn man dagegen schläft zum Beispiel. Alles ist ganz hochwertig gemacht. Trotzdem Preis-Leistungs-Verhältnis. Man denkt hier, man steht hier vor Fahrzeugen weit über 100.000 Euro. Nein, man kriegt Carthagos unter 100.000 Euro. Ja, es kommt immer ganz drauf an, welche Erwartungen man zum Beispiel am Fahrzeug hat. Ja? Wenn man natürlich aus diesem Fahrzeug einen kleinen Luxusliner aus einem Kastenwagen machen möchte, dann hat man natürlich auch einen Fahrzeug, der sicherlich sich um die 100.000 Euro nähert. Allerdings, wir haben ein Fahrzeug, der super ausgestattet ist, sogar zum Beispiel unter diesem, sage ich mal, Komfortgefühl. Da hat man schon also einen großen Truma 6 ED. Achso, eine Truma 6 DE, das ja, heißt Diesel und Elektro. Ganz genau, ja. Das würde also zum Beispiel unter anderem der Ausstattungsmerkmal eines Fahrzeugs, der um die 100.000 und vielleicht eine Idee drüber kommen sollte. So, da brauchst du nur eine kleine Gasflasche, nur noch zum Kochen, der Rest geht mit Diesel. Elektropaket, du kannst also richtig... In Schweden ist Elektro besser, haben wir gelernt. Ja, aber auch in Deutschland. Wenn du zum Beispiel das Fahrzeug abstellst und willst nicht, dass es unter 0 Grad fährt, ja, dann stellst du es einfach ein auf der Heizung, machst Elektro dran, fertig. Ja, das ist natürlich auch eine super Ausstattung, wenn man auch klar die nördlichen Länder fahren möchte und beziehungsweise auch autark längere Zeit stehen möchte. Ja, das so. Ist klar. Die Simone hilft uns mal gerade. Das ist zum Beispiel so eine Kleinigkeit, dass auch die Hitze an der Seite rausgeht. Ist hier so ein Windleitblech mit drin. Dann hast du hier natürlich nochmal zwei Gasflaschen. Der steht aber nicht auf Diesel hier, oder? Ich weiß es nicht, wie er genau ausgestattet ist. Ich habe nicht alle Fahrzeuge einzeln. Aber bei euch wahlweise Diesel oder Gas, oder?
Also der funktioniert jetzt vielleicht eventuell überwiegend über Gas, wenn man auch natürlich auch die Möglichkeit hier am Fahrzeug eine 6E, das heißt, der wird auch noch Elektro betrieben. Oder wir haben, wie gesagt, wie schon erwähnt, den 6ED, das heißt, dann haben wir also natürlich auch den Diesel zusätzlich dazu, wo wir mit dem Diesel können wir auch heizen, sprich so. Heizung und Warmwasser. 600 LE, 6 Meter. 40, unglaublich beliebt. Bei 6,40 Meter hat man immer Längsbetten. Habt ihr auch einen 6 Meter mit Längsbetten? Ja, wir haben eine sogenannte LE, Kompakt LE mit 6 Meter, auch mit Längseinzelbetten, ja. Ist das der hier nicht? Nee, der ist nicht aus... Weil steht drauf 600 LE. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Man weil sieht, ich habe also mehr mich aber es hat, gut dann beschäftigt hat. Hier es hat was anderes. Ich muss das nochmal zeigen, ja. Du bist einer optischen Täuschung unterlegen, ja. Weil das ist nur 6 Meter lang, das Auto. Ja. Wirkt aber wie ein 6,40 Meter. Das ist sensationell, weil, oder? Ja, ganz genau, weil wir die Längseinzelbetten haben. Man muss auch noch dazu sagen, das Fahrzeug können wir auch als Familienfahrzeug auch anbieten. Genau wie der kleine 45 auch mit einem Aufstelldach, wie das sein sollte. Siehste, hast du gemerkt, selbst, ich muss auch sagen, erstes Video von ihr, sie hat eben noch gesagt, was hast du mir angetan, ja, warum muss ich das machen, aber 6 Meter und 6,40 Meter, das ist ein wesentlicher Unterschied in der Praxis. Ist es, ja. Geh ruhig mal rein, setz dich da mal rein, dann filme ich mal von hinten nochmal durch, dass wir das einmal kurz sehen. Malibu, dunkle Farben im Moment, stark hier zu sehen. Wir hatten ja manchmal, ich sag mal, musste Malibu auch das nehmen, was kam, muss man sagen, von den Farben. Mittlerweile mehr Farbauswahl, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben nicht so viel Farbe im Auswahl. Wir haben also alle Farben im Grunde genommen, die bis jetzt also vom Kunden selber auch gerne bestellt worden sind. Deswegen, das nützt auch vielleicht nicht, eine Rot wieder zu haben oder ein Blau, weil die sind im Moment nicht gefragt. Ganz ehrlich, ich dachte auch, es wäre ein 6,40. Ja. Wenn du von hinten reinguckst, ja, hast du Platz wie ein 6,40. Wir zeigen mal eine Besonderheit. Der hat jetzt nicht den großen Kleiderschrank mit drin. Das geht natürlich jetzt nicht. Sondern er hat jetzt hier einen Kleiderschrank, den man auch unter dem Bett findet, wo man auch natürlich auch sehr viel. Ich geh mal ganz kurz rein, dass wir das mal sehen. Du hast es schon vorbereitet, da vorne ist der Kleiderschrank mit drin. Ja, genau. Das Fahrzeug ist unglaublich umlagert, das siehst du hier mit drin. Und den kannst du einfach hochklappen und hast jetzt hier ein von oben begehbarer Kleiderschrank. Richtig, das ist sensationell. Richtig, wie in die Großen. Das gibt es normal nicht, oder? Also das ist nicht üblich, beim Kastenwagen so eine Konfiguration zu finden und natürlich so viel Stauräume auch in so ein kompaktes 600 zu finden. Ja, das heißt, das Fahrzeug ist 5,99 Meter insgesamt. Also ich finde, sie ersetzt den Andreas so gut. Wir brauchen den Andreas nicht mehr in Zukunft. Ja, sie kann das ganz alleine machen. Außerdem finde ich ihren Dialekt finde ich so sensationell. Französisch, dann denke ich immer an Paris, l'amour. Ja, ja, die Liebe, ja. Die Liebe und so weiter, die ja in Paris zu Hause ist. Dann auch eine ganz andere Form, finde ich, aber es ist auch praktisch, dass es mal so tief ist, ja. Genau, das ist auch ein tiefes und vor allem, was auch noch zu, wie soll ich das sagen, zu festzustellen ist, das ist einfach mal so die Verarbeitung unserem Spülbecken, die sind also in der Arbeitsplatte eingefasst. Ja. Die sind nicht mit Nähten verschraubt oder so, das heißt also kein Rausgefahr, kein eindringende Wasser, immer alles perfekt verarbeitet. Simone, hast du dein Handy dabei? Jetzt warst du nicht dabei. Schade, sonst hätte ich mal gesagt, ich schalte mal gerade mein Handy frei, wir machen das mal gerade. Ich hole es mal aus meiner Tasche raus und dann klappe ich es mal auf. Mach es mal scharf und dann gebe ich mal als Suchbegriff hier ein, Andreas mal rein. Warte, ich mache das mal gerade, dass wir das hier sehen. Und dann können wir nämlich, ich kriege das hin, warte mal, Google News. Geben wir mal ein, Andreas mal rein und dann zeigen wir es mal. Lieber Andreas, mit deinem gebrochenen Bein. Er hat sich das, ich glaube, das Sprunggelenk gebrochen und das ist so unangenehm, ja. Ja. Dann werden wir jetzt mal eins machen, Andreas Marein Caravaning, und wir machen mal Bilder, mal gucken, ob er da ist. Und da, das ist Andreas Marein, wie man ihn kennt. Genau, genau, das ist Herr Andreas Marein und Claudia Marein, ja. Ich liebe dich, Andreas. Werd bald wieder gesund, dann kann ich wieder mit dir drehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Eliane, du bist ein guter Ersatz. Ja, das ist wirklich, Aldenhofen kann auch leben ohne Andreas, denn die guten Mitarbeiter, ihr habt viele Mitarbeiter, muss man sagen, alle motiviert, oder? Ja, natürlich, wir sind alle motiviert und wir mögen besonders unsere Fahrzeuge, natürlich unsere liebe Andreas und Claudia, aber auch unsere Fahrzeuge. Karthago und Malibu, das ist schon was ganz Besonderes. Warum? Pourquoi?
Pourquoi, warum? Weil das sind langlebige Fahrzeuge. Das sind also Fahrzeuge, wenn man sich einmal daran, sage ich mal, verliebt hat und man pflegt dann diese Fahrzeuge, dann kann man also sehr, sehr, sehr langfristig Freude haben. Oh, ich liebe deinen Dialekt, der ist sensationell. Ja. Und mit diesem Dialekt werde ich... Nein, das ist so... Ist, nicht so viel Lob. Es gibt doch dieses Stinktier. Kennst du das, was Französisch spricht? Ein Stinktier? Ja, das ist... Nein, das ist... Ohne Scheiß, es gibt ein Stinktier, was Französisch spricht. Das kennen die Älteren, werden das kennen. Das sagt immer so, das geht immer auf Katzen los und versucht irgendwie die Katzen anzumachen. Ja? Kennst du nicht? Ich habe mich nicht begegnet. Muss ich dir gleich mal zeigen, aber das ja, machen wir nach dem Video. Warte mal, ich packe das Handy nochmal ein. Ja. So, es ist drin. Das war live. Zeig mal das Bad bitte. Ja. Denn auf 6 Meter muss man ein paar Sachen... geht nicht anders, aber trotzdem... Also, man denkt jetzt erstmal, es wäre keine Toilette und kein Waschbecken da, aber die Tedford, also dieses Tedford lässt schon erahnen, dass die Toilette doch noch hier ist. Ja, das ist eine ausziehbare Toilette. Die ist unterm Sitz, gell? Genau. Krass. So. Ja. Ich weiß, ja genau. Was ziemlich cool ist, du kannst den Sitz nochmal drehen. Wenn du den mal drehst, bitte. Da können Sitzriesen nämlich die Beine einfach rauslassen. Und die Toilette hat 3 Positionen. Mhm. Also entweder ganz reingefahren, ja, eine Mittelposition zum Entleeren und eine ganz ausgefahrene Position. Den Deckel selber kannst du nochmal drehen. Siehst du? Und dreh den mal zu mir. Zu mir mal drehen. So, und jetzt mach mal die Beine bitte raus, dass du mal die rausstehen lässt. Weil wenn du jetzt 2 Meter groß bist in Paris, zum Beispiel mitten im Arrondissement, was ist dein Lieblings? Mein Lieblingsarrondissement? Ja, das könnte der 14. sein. Der 14. sein. So, und dann kann man nämlich die Beine hier rausstellen und du kannst auf Toilette gehen, mitten in Paris. Das ist wirklich so, da zählt jeder Zentimeter in Paris, das oder? Das stimmt. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Was man auch hier beobachten muss bei diesem Nasszelle. Du musst unten drauf drücken. Guck mal, da ist ein kleiner Hebel. Ja, siehst du den? Der schwarze davor? Ja, ja. So, den kannst du drauf drücken und dann kann man die bewegen. Aber du kannst auch so lassen, weil ansonsten finden die Leute nämlich, das ist mit einem Fuß ist das ganz einfach reinzuschieben. Richtig, ja. Ja. So, aber ich will ja noch das Waschbecken zeigen. Zeig mal das Waschbecken. Kompaktbad heißt das Ganze. Ja. Zack. So, und da kommt das Waschbecken raus und ganz ehrlich, das langt doch vollkommen, ja, oder? Absolut. Also, dafür haben die Leute ein Riesenbett hier mit drin. Es ist unglaublich groß. Man hat viele Staumöglichkeiten. Du hast einen Kleiderschrank mit drin. Das alles auf 6 Meter. Sehr kompakt. Da oben nochmal ein Schränkchen mit drin. Und wir gehen weiter ins nächste Fahrzeug, Eliane. Hier kann man sitzen, kann man nochmal umbauen. Da gibt es unglaublich viel zu erzählen über die Verarbeitung und so weiter. Guckt euch die Videos an. Aber ein kurzer Rundblick. Das ist jetzt wirklich 6,40 Meter. Das ist jetzt 6,40 Meter, ja, richtig, ja. Bei dem 6,40 Meter oder bei alle unsere Fahrzeuge, das kommt drauf an, wie man das könnte das auch zeigen, was bei uns auch interessant ist. Man kann auch unter unterschiedlichen Möbeldekor, ja. Das ist auch nicht beim alle Kastenwarenhersteller gegeben. Das heißt, entweder man bleibt ganz klassisch oder man hat also mehr diese etwas moderneren Design im Sicht. Und dann kann man bei uns natürlich auch die Fahrzeuge genau entsprechend ausstatten und konfigurieren, wie man das möchte. Es geht um das Thema Yachtbau und im Yachtbau sind diese Töne hier ganz aktuell. Da gibt es auch so, ich sag mal, helle Töne und ihr seid der einzige Hersteller im Kastenwagenbereich, der diesen Ton noch im Programm hat, weil ganz viele Leute sagen, ich will die neue Technik haben, ich liebe aber diesen Farbton, dieses Edle, richtig? Ja, das ist richtig, das ist eine ganz edle Erscheinung im Fahrzeug. So ein Kirsch? Und so eine Art Kirschholzton, ja, also Kirschbirnenton, ja. Mhm. Also ich finde das Fahrzeug sensationell. Ich liebe auch diesen Ton, weil der ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen im Laufe der Zeit, aber der ist wunderschön und ich würde mir das Fahrzeug genau in dem Ton holen, ganz ehrlich, weil viele trauen sich das im Moment nicht. Alles muss kalt sein und hell und das Fahrzeug hier hat auch das große Bad jetzt mit drin, das können wir uns gleich mal angucken. Wir lassen den Mann mal in Ruhe. Du bitte einmal blocken kurz, dass wir das mal haben und dann gucken wir uns das Ganze mal an, denn da ist natürlich der Platz hier durch den Querschläfer, den du hier drin hast, sensationell groß. Hier können auch große Personen drin schlafen. Bettbreite ist wirklich ganz, ganz groß. Und hier hast du dann nochmal einen Zwischenboden mit drin. Ganz genau. Ja, das ist also im Grunde genommen bei fast alle unserer Fahrzeuge ab 6 Meter noch als Option zu bestellen. Das ist dieser sogenannte herausnehmbare Doppelboden. Das erlaubt natürlich auch so seinen
Campingmöbel eventuell anders zu befestigen und so weiter und so fort. Ja. So, ich werde für Andreas einen kleinen Schrein aufstellen. Damit es ihm besser geht, werde ich ein paar Rauchkerzen anzünden. Das ist gutes, aber ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert. Er ist auf dem Weg der Besserung. Also das Fahrzeug hier in dem Holzton, Querschläfer mit drin, großes Bad, korrekt? Ja, großes Bad. Und ja, du machst ja keine Freunde hier mal wieder. Das ist doch, so, denn das waren gerade Freunde von uns. Die schauen uns. Ja. Echt? Die gucken uns oder was? Ja, die haben gesagt, ah, endlich sieht man mal live. Oh, ich habe schon eben gedacht, die wollen mich umbringen, ja, weil die, weil wir die, ich sag mal, gebeten haben. Mal ganz kurz, guck dir mal den Preis an. 61.820 Euro für ein 6,40 Meter Malibu. Und das ist sensationell. Das Ganze können wir uns mal anschauen. Da sieht man wirklich, es ist riesengroß. Das Bad werden wir uns jetzt mal anschauen. Du siehst also auch hier eine Sitzgruppe. Du hast Raumgefühl. Und das ist natürlich, Eliane, durch dieses Bett, was du hier drin hast, ja, ja. Was, ich sag mal, kein Längsbett ist, hast du innen viel mehr Wohnraum. Ja, das stimmt. Man gewinnt etwas mehr Platz in der Nasszelle. Genau. Die junge Dame hat schon unser Tisch ausgebreitet, ja, richtig. Da sieht man auch, wenn man auf der Beifahrer sitzt, dass man auch gemütlich essen kann, ohne sich so weit ausstrecken zu müssen. So, warte, ich setze mich mal gerade hier hin, dass man mal gerade hier reinfilmen kann. Die Küche ist sensationell. Eliane, setz dich mal neben mich gerade mal, dass wir das Ganze mal sehen. Hier können drei Personen, wie wir gerade sehen, vier Personen können hier sitzen, oder? Personen gemütlich sitzen, natürlich beim Essen. Man sieht auch, wir haben auch noch neben unsere junge Dame noch einen Platz, Sitzplatz. Wir haben auch übrigens vier Sitzgurte im Fahrzeug. Die sieht man auch, weil die hier natürlich auch genau sichtbar sind. Aber ein tolles Zwei-Personen-Fahrzeug, muss man sagen, oder? Tolles Zwei-Personen-Fahrzeug. So, jetzt sagen wir mal gerade, wenn es im Alltag verwendet wird, macht man ja doch mal vielleicht eine Transportfahrt oder nimmt mal vier Personen mit. Man campt ja nicht dauernd, sondern viele Leute verwenden diese Autos auch im Alltag, oder? Ja, natürlich, das ist richtig gut. Jetzt haben wir natürlich ein paar Zentimeter länger als unserem ersten Fahrzeug, den 45. Aber wenn man gewohnt ist, den mitzufahren, man stellt also schnell fest, das ist nicht viel komplizierter, wie ein PKW zu parken oder zu bewegen. Wichtig ist euer Bad. Ihr habt ein ganz spezielles Badsystem. Die Toilette ist immer unter dem Sitz drunter hier und trotzdem habe ich noch Stauraum drin, oder? Ja, ja, klar. Wir haben auch noch eine Schublade. Bitte mal öffnen hier drunter unter dem Sitz. Ist hier vielleicht also anders geformt. Genau, da ist eine große Schublade. Wir haben jetzt im Fahrzeug Teppichboden ausgebreitet. Das gehört auch zu unserem Optionsliste. Also nicht nur für die Messe, den kriege ich auch so, wenn ich das möchte. Den kriegen wir so, entweder Fahrhaus oder Wohnraum. Und unter diesem Teppichboden, aber das sehen wir in einem anderen Fahrzeug noch, da ist also auch eine große Staufahre, so in einem Art Doppelboden. Ich liebe diese Holzfarbe in Verbindung mit dem hellen Weiß. Also jetzt Elfenbein wäre too much, aber dieses reine Weiß und dieses schöne Holz hier, ja. Das sieht so aus wie Wurzelholz fast. Also es ist wunderschön, ja. Oder? Wir legen sowieso beim Cartago oder beim Malibu sehr viel Wert, dass auch noch Holz genug sichtbar ist, weil das ist auch ein Zeichen der Gemütlichkeit im Fahrzeug. Das hält warm und das werden wir sicherlich auch noch lang präsentieren wollen. So, Simone, zieh mal bitte die Toilette raus. Wenn man normal im Bad ist, kann man die einfach wegdrehen und hat so viel mehr Platz. Sieht man auch nicht so oft, muss man sagen. Also eine spezielle Toilette. Einfach unten drauf drücken, dann ist sie entriegelt. Ja, nee, nee, drücken. Drauf drücken und dann ziehen. Und dann hast du die Toilette draußen, kannst sie nochmal drehen. Sie hat eine Zwischenposition, so geht das sehr einfach. Du hast ein Heckquerbett mit 1,91 Meter mal 1,64 Meter. Das ist eine richtig tolle Liegewiese, oder? Ja, das ist richtig. Das ist schon vor allem, das ist auch dann mit sehr hochwertigen Matratzen. Das sind Kaltschaummatratzen, 7 Zonen in der Regel. Und das ist alles auch abziehbar. Das heißt, auch lässt sich auch sehr gut pflegen und immer wieder wie der Rest des Fahrzeugs hochwertig verarbeitet. Hier oben alles so Anleihen aus dem Yachtbau. Auch hier die Elemente, das kennt man aus dem Yachtbau. Mhm. Alles wunderschön. Es ist eine eigene Klasse. Man muss es mögen, wenn man es nicht mag. Man findet hier auf der Messe auch andere Fahrzeuge. Oder? Findet man auf der Messe auch noch Fahrzeuge, aber wie gesagt, bei uns auch natürlich auch andere Stilwelt, andere Reiz, vielleicht mal trotzdem beim Malibu zu bleiben. So, ein Waschbecken in der Ecke, das kennen wir von Morello. Da gibt es auch bei dem Grundriss FX ein kleines Eckwaschbecken mit drin. Du hast überall Platz nochmal versteckt. Du hast einen großen Spiegel mit drin, eine richtige Dusche mit drin, eine Abtrennung, also keine Notdusche, die du kommst. Und das Ganze ist wirklich in einer ganz hohen Qualität. Wichtig ist,
Kaputt gehen kann immer mal was. Der Service entscheidet. Klar, auch bei großer Leine kann auch was kaputt gehen. Aber wir haben also ein tolles Service. Wir haben auch ein gutes Händlernetz in Deutschland. Aber bei uns, wo wir tatsächlich uns wirklich spezialisiert haben und nur Karthago Malibu Vertreter sind, sind sie natürlich auch am schnellsten sicherlich. Genau, das kann man auch schön zeigen. Das ist schön, für Unterwäsche kannst du reinmachen, ja, Unterhosen. Ja, praktisch, also alle quasi, man sagt immer wieder, jeder Zentimeter zählt in einem Wohnmobil, ob das ein Reisemobil oder ein Kastenwagen. Aber tatsächlich, dieses Motto haben wir beim Karthago und Malibu wirklich voll im Griff, ja, weil alle Ecken sind also als kleine Staufächer oder Stauräume gedacht. Fiat Ducato, ihr benutzt nur Fiat Ducato und das wurde euch ein bisschen zum Verhängnis? Also bei dem Kastenwagen, dann haben wir nur die Fahrzeuge auf Fiat, wahlweise 140 oder 180 PS Motor. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Die Leute wollen reinstürmen. Geht ruhig mal rein. Sind die schön, die Fahrzeuge? Das Dunkle, dieses Kirschholz, gefällt euch das? Das gefällt mir richtig gut. Ja. Ganz ehrlich, ich habe es anmoderiert und habe gesagt, das ist das schönste Holz, aber das findest du nirgendwo. Ich finde es halt schön, gerade mit der Mischung, mit dem, ich sage mal, Eierschale und dem Kirsch. Also das war ja früher mal in und deswegen hat es keiner mehr gebaut. Alles muss ist kalt sein und so weiter. Und das hier fühlt sich doch wunderschön an, oder? Also ich finde es gut. Dankeschön. Ja. So, Riesenmesse. Wir gucken mal gerade auf dem Stand von Malibu Karthago zusammen mit Andreas Marien. Ich muss sagen, ich mache mich lustig drüber, aber du hast einen Grund, warum du so gut Deutsch sprichst, nämlich dein Göttergatte ist, glaube ich, Deutscher, ne? Richtig. Mein Mann ist aus der Eifel. Aus der Eifel. Ich glaube, die haben sich gut getroffen mit Andreas, weil Andreas ist auch ein Kind aus der Eifel. So, das zeigen wir mal gerade. Hier haben wir direkt den nächsten. Also die Auswahl, man muss sagen, klein, aber fein. Es ist nicht die gleiche Auswahl wie im Caravan-Salon drin, aber ihr habt die wichtigsten Fahrzeuge alle hier. Ja, wir haben alle Modelle im Grunde genommen vom Kastenwagen von 540 bis 640 LE. Wir haben Fahrzeuge natürlich mit Aufstelldach, wir haben Fahrzeuge hier sowie den 640 LE, zum Beispiel mit die Bullaugen. Die Bullaugen ist der absolute Markenzeichen einem Malibu-Kastenwagen. Jeder will die haben, weil die haben natürlich also, das macht das Fahrzeug auch total jung und der Design, das ist der Design von Malibu, die Bullaugen. Ist auch preispflichtig, muss ich sagen. Also ja. Das gibt es nicht ab Werk. Das Ganze gibt es auch mit Maxi-Chassis. Also man kann auch ein Maxi-Chassis ablasten. Aber du empfiehlst bei solchen Fahrzeuglängen und zwei Personen, wenn man ein bisschen was mitnehmen können, ruhig eine Auflastung machen, dann sollen sie einen Führerschein machen. Kann man machen binnen einer Woche. Gibt es Ferienfahrschulen? Ja, das habe ich gehört. Mittlerweile gibt es also, ich glaube, die sind sogar hier auf der Messe noch zu besuchen oder zu treffen. Die bieten also auf eine ganz, ganz kurze Zeit, eine Woche habe ich mitbekommen, tatsächlich also die Möglichkeit, einen LK bzw. den richtigen Führerschein zu machen. Ja. 6,40 Meter Längsbetten und hier merkst du natürlich ganz andere Raumaufteilung. Bitte schaut euch die Videos an, die wir mit Andreas gemacht haben. Das hier ist der 640 LE, korrekt? Ja, das ist der 640 LE, das ist also unser auch Komfortausstattung. Ja, das heißt, wir haben auch zum Beispiel hier optional einen Skyview im Fahrzeug bestellt. Das heißt, dieses Skyview ist auch dafür da, dass man auch einen ganz anderes Raumgefühl im Fahrerhaus bekommt. Ja, und natürlich optisch, das ist auch von dem Design außen auch ein Plus. Das ist auch schön mit diesem Schwarz-Acrylglanz aufgesetzt. So, wir gehen mal kurz rein. Doppelkochfeld mit drin, kleine Küche, weil das ist ja, so. Das lässt sich also hier zum Beispiel erweitern. Ja, das heißt also trotz alledem eine sehr gute Arbeitsfläche, wenn man sich auch einen Gourmet-Menü à la Française vorbereiten möchte. Deswegen, also bei den 640, das ist wirklich alternativ zu kompakten Wohnmobil. Wobei im Vergleich zu einem Teil integriert hat man da eine ganz vernünftige Breite, wo man auch natürlich überall auch durchkommt. So, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das Stinktier heißt, das Französisch spricht. aber ich komme jetzt nicht drauf. Es ist schwarz, es ist ist aus den 70ern. Und ich weiß aber jetzt gar nicht. Das Bad, genau das gleiche Bad wie eben. Aber ich sag mal, immer wieder zeigen muss man den Stauraum, den man hat. Simone, geh ruhig mal vor. Ja. Ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Ja, du darfst immer fragen, Simone. ihr habt ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Grundrisse und so weiter. Gibt es denn auch so Kunden, die dann sagen, ja, ich will das aber so und so und dann hätte ich gern das Bett mit der Küche und so weiter. Also macht ihr das auch individuell oder gibt es wirklich die Modelle und da kann man sich vielleicht Dekor aussuchen und die Farben, aber es kommt ganz drauf an, wie weit der Individualität gehen soll. Ja, das heißt also ab Werk muss man also tatsächlich die Fahrzeuge nehmen und bestellen, konfigurieren, wie die dann angeboten sind. Wir natürlich mal reingearbeitet.
allen Dingen haben wir also eine besondere, gut ausgestattete Werkstatt. Das heißt also, man kann auch zum Beispiel bei uns in der Schreinerei oder Polsterei also verschiedenen Wünsche noch Kundenwünsche eingehen. Das muss aber alles ganz individuell natürlich also besprechen werden. So, komm, wir zeigen mal den Kleiderschrank, denn das ist was ganz Besonderes. Wer hat diesen großen Schrank mit drin? Das ist sensationell. Dann ist ein Kleiderschrank hinten mit drin. Ja, natürlich ist auch, da sind dann diese Auszüge, was die junge Dame dann aussieht. Und wir haben natürlich unter die Betten auch noch die hohen Kleiderschränke. So, Kleiderschränke kann man gar nicht genug haben. Und hier gerade bei Malibu ein sensationeller Kleiderschrank. Das ist übrigens Polster abnehmen zum Reinigen. Du brauchst dafür eigenes Bettzeug. Das ist verfügbar, ja, oder? Ja, gut, das ist unser sogenannte Malibu oder Cartago Schlaffeld. Das heißt, das ist einfach mal ein Set, die man optional bestellen kann. Das beinhaltet unter anderem zum Beispiel also diese Spannbettlaken-Set. Die sind dafür extra genäht, dass die alle Einzelteile von Matratzen beziehen werden können. Und auch dazu natürlich einen Wolldecke und Dekokissen. So, das Telefon klingelt bei dir. Du hast viel zu tun. Ja, das machst du mal ganz kurz. Sag mal, ist schon schön, das Längseinzelbett. Halt mal gerade das Schild in die Kamera, dass wir das mal sehen. Große Liegefläche, 2 Meter 2 x 90, 1 Meter 89 x 1 Meter 2. Das heißt also zwei verschiedene Sachen, die wirklich sensationell sind. Das große Bad mit dabei, hier mit Freiöl. Schau mal, das ist hier schon direkt mit drin. Dann weißt du auch schon direkt, welche Zielgruppe das hat. Ja, ganz genau. Ja, also alles hochwertig. Alles hochwertig, was ja da ist. Und natürlich die Schwenktoilette mit drin. Komm, wir gehen mal weiter. Ja, genau. Sven, dürfte ich bitte ein paar Minuten ausscheiden, weil ich habe gerade, da ich also allein bin und meine Lieber du hast einen Termin gemacht. Bei mir hab, so, Vorschlag ist, grad, du machst gerade die Abmoderation. Du bist Eliane Hoffmann, die richtig. Vertretung für Andreas Marein. Genau. Und du bist anzutreffen üblicherweise in Aldenhofen? Ja, ich bin also öfter in Aldenhofen. Ja, nicht so oft, wie das vielleicht erwünscht wäre, aber ich bin schon in der Vorrente, arbeite sehr gerne für... In der Vorrente, du bist ja... echt? Darüber reden wir nicht. Das du bist ja maximal 45, oder? Ja, ich bin also... Ist sie nicht hammerjung? Ist echt der Hammer, die ist in Vorrente, hat sie erzählt. Also du bist da, du bist französisch, tu parles français? Je parle français, bien sûr. Et ce sont tes frontaliers qui viennent à Aachen? Et nous avons beaucoup de clients français également, qui viennent de Belgique, qui viennent du Luxembourg, de plus en plus, et qui viennent également du nord de la France. Et normalement, je suis là pour eux. Au revoir. A bientôt. A bientôt, bis bald, hat sie gesagt. So, wir machen später weiter, machen dann was anderes. Ich mach das Ende ganz kurz. Ich halte nur einmal ganz kurz die Kamera rein, dauert 10 Sekunden. Dann haben wir das auch gefilmt. Längs Einzelbetten, wieder mal ein ganz anderer Grundriss, eine andere Wohnwelt. Und wir geben ihn frei. Also es gibt Farben ohne Ende. Auch das Ganze können wir von hinten schauen. Malibu, das fühlt man die Qualität, oder? Ja. Ich finde es auch interessant, dass manche so, ich weiß nicht, wie man die Fenster nennt, diese runden Fenster hat. Die Bullaugen. Bullaugen, ja. Ist auch mal was anderes. So, auch hier ein schönes Dekor-Design. Was haben wir hier für ein Fahrzeug? Lass mal ganz kurz gucken. Steht meistens hinten drauf. Na, Rückplatte ist hier. Coupé 640 LERB, alles ganz neu. Leute sind wirklich unglaublich begeistert hier auf dem Stand. Das merkst du. Sie stürmen rein, aber Publikum, du hast keine jungen Leute hier. Nee, aber generell auf der Messe finde ich sehr wenig junge Leute. Gut, jetzt ist morgens unter der Woche. Wer hat denn da ja, Zeit? Ja, Leute, die sich Urlaub genommen haben. So, jetzt haben wir hier ein 6-Meter-Auto. Das ist hier also auch nochmal neue Farben hier auf der Messe. Siehst immer mehr Farben. Es war ja teilweise nur weiß lieferbar. Das war echt ein Problem. Wobei ich finde weiß natürlich eine geniale Farbe, weil sie es nicht so sehr aufheizt. Aber die Stilwelten, die hier da sind, sensationell. Für jeden was dabei. Ich habe ja vorhin die Frage gestellt, ob man auch selbst Wünsche äußern kann und so weiter. Aber es ist eigentlich nicht notwendig, weil man alles hat. Ich darf dich mal ganz kurz fragen, das ist was für eine Stilwelt, das da, die drin ist? Das muss ich selber gucken. Ja. Warte, wir gucken mal drauf. Der ist Malibu Van Diversity. Stilwelt ist, wollen wir kurz mal gucken. Ah, da steht's, ja. Cherry Classic ist das hier. Das könnt ihr euch angucken. Also das sind immer die Farbzusammenstellungen aus den Polstern mit den Böden und so weiter. Nennt sich Stilwelt. Und das ist auch immer wirklich optimal aufeinander abgestimmt. Ja, so ist das. Sehr schön. Und auch hier hast du wirklich ein ganz, ganz... Also es wirkt doch gar nicht wie ein Kastenwagen, oder? Nee, das stimmt. Also man hat viel Platz. Der Platz ist einfach super ausgenutzt. Reisemobil des Jahres 2023. Der erste Platz Malibu Van.
mit Campingbussen, mit Bad über 60.000 Euro. Und die Mehrwerte sieht man hier, der riesige Stauraum mit bequemem Zugang. Dann hast du die Reisemobiltechnik, das heißt also auch die Elektrik, Elektronik aus der Van-Klasse, aus der großen Klasse und mit Doppelverbindungstechnik. Und das hat der Andreas immer vorgeführt, die Möbel klappern nicht. Das ist, er hängt sich da dran, er rüttelt da dran. Andreas, aus ganzem Herzen, warte mal, ich drehe mal die Kamera zu uns. Wenn du mal kurz in die Kamera schaust, warte, dann haben wir das. Lieber Andreas, mal rein. Ja, wir vermissen dich. Wir wünschen dir alles Gute und dass dein Fuß bald wieder heile ist. So ist es. Tschüss. Warte, ich muss noch einmal Abmoderation machen. Jetzt kriege ich die Kamera nicht gedreht. Jetzt. So, am Stand von Malibu, Carthago. Und Kastenwagen, nur ein Segment hier bei Carthago. Großes Thema ist natürlich teilintegrierte und vollintegrierte Mobile. Und damit werden wir jetzt eigene Videos machen, werden uns das Ganze anschauen. Sie sind eng umlagert, hier ein Längsbettenfahrzeug mit einem Aufstelldach, steht natürlich genau auf der Ecke und kriegt hier die volle Breitseite natürlich vom ganzen Publikum. Ja, der gefällt mir auch ganz gut. Warum gehen die, ist das so ein bisschen Vorsicht, dass die dann sagen, hey, wir gehen jetzt nicht weiter rein, nachher müssen wir noch einen kaufen? Weiß ich nicht. Ich meine, man muss halt erst auch mal alles hier schaffen auf der Messe. Das ist ja das Nächste. Oh, es gibt so viele Hallen. Die sind alle so groß. Und der Stand hier ist wirklich ein absoluter Kopfstand. Hier vorne direkt in der Halle Nummer 5. Man kann eigentlich gar nicht vorbeilaufen. Geht gar nicht, ja. Das sieht man hier vorne. Und da können wir uns das Ganze angucken mit großem Aufstelldach obendrauf. Und wirklich einem Triebkopf Fiat Ducato, der GT Skyu 640 LEK. In einer schicken Farbe, so blau. Ja, finde ich schön. So, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist Simone Zöller. Und sie hat ein Anliegen, ja. Denn wenn du mal in die komm, wir ziehen es durch. Bitte abonniert Trump Television, wir würden uns sehr freuen. Bisschen trauriger. Bitte abonniert Trump Television. So, bitte, wir betteln drum. Drückt auf den Abo-Knopf, nur so können wir weitermachen. Je mehr Abonnenten wir haben es jetzt auf der Messe geschafft. Plus 10.000 auf der Messe, das ist ja schon mal was. Wir sind fast bei 330.000, aber ich würde gern siebenstellig werden. Wir haben fast 10 Millionen Zuschauer und 9,7 Millionen haben nicht abonniert. Ja? Und es kostet euch nichts. Ihr müsst nur draufdrücken, macht mir den Gefallen, ihr müsst mir kein Geld bezahlen. Drückt auf den Abo-Knopf. Tschüss.